So, weiter geht's heute mit der mit dem Saisonabschluss in unserer Karriere. Und zwar beim FC Sevilla. 38. Spieltag der Saison und dann ist Ende, finito. Und zwei Niederlagen haben wir uns geleistet. Ja, Gassier möchte das bestimmt jetzt nochmal spielen. Du willst jetzt bestimmt nochmal spielen. Du willst jetzt bestimmt nochmal spielen. Das war mir auch fast klar. Und das ist auch von Anfang an geplant gewesen. So. Na dann. Ja, da sind viele Kandidaten dabei, wo ich denke, die könnten, werden wahrscheinlich den Verein verlassen. Also hier bei ihm ist es klar. Zaraga. Der wird auch den Club verlassen, der ist schon weg. Vivian vielleicht. Ja, da sind ein oder andere auf jeden Fall. Gehen wir mal rein ins Match. Abschluss der Saison. Kassier natürlich vorne als. Fußballfreunde, wir sind zu Gast im Ramon Sanchez Pizjuan. Ich begrüße Sie sehr herzlich zu dieser Begegnung. Mein Name ist Wolf Fuß und neben mir sitzt der Kollege Frank Buschmann. Und wir zeigen Ihnen heute ein Spiel vom letzten Spieltag in der La Liga Santander. FC Sevilla gegen Athletic Bilbao. Letztes Saisonspiel also, Wolf. Das ist natürlich der Zeitpunkt, auch zurückzublicken. Ich glaube, wir haben wieder eine spektakuläre Spielzeit hinter uns. Es war sehr unterhaltsam, viele Highlights. Spielerisch eine der besten Saisons der letzten Jahre. Und ich sag dir was, heute gibt es nochmal ein letztes Spiel. Und da sehen wir die heutige Aufstellung des FC Sevilla. Sie sind bekannt für ihren enormen Druck, den sie immer wieder ausüben. Ja, das macht sie so stark. Dafür brauchst du besondere Spieler, die haben sie aber. Die Frage, schaffen sie es, Lücken im Rückraum zu vermeiden? Wir sehen eingeblendet die Aufstellung von Bilbao. Schauen wir uns kurz ihre Formation an. Da sehen wir ein 4-4-2, heute mit einer Raute im Mittelfeld. Hinten sichert ein Defensiver ab und vorne der Mann soll die Stürme einsetzen. Jo, Garcia auf jeden Fall als Kapitän nochmal. Na gut, rechnen wir uns für die Hinspielniederlage oder kriegen wir es doch nochmal auf die Socken. Also letztes Spiel auswärts heute beim FC Sevilla und dann wäre es geschafft. Eine durchaus erfolgreiche Saison geht zu Ende, klar, mit dem Double gewinnen. Nächste Saison Champions League dabei. Deswegen werden wir gucken, müssen wir schauen, was wir kriegen können. Wir müssen auf jeden Fall die Truppe noch ein bisschen verstärken. Immer neu. Luis Muriel wird heute im Mittelpunkt stehen. Bei seinen Qualitäten ist es natürlich auch kein Wunder. Er dürfte zu den schnellsten Spielern überhaupt gehören. Klar, dass sie auch heute darauf setzen werden. Vivian. Muriel. Wird's jetzt gefährlich? Vielleicht die Führung jetzt. Oh, da! War noch einer dran, oder? Hat er den tatsächlich so verzogen? Der hat den jetzt so verzogen! Der hat den echt so verzogen. Ich dachte, der war mindestens noch einer dran, weil der eigentlich drin sein müsste. Der Körper war toll.
Das macht er sehr gut. Klasse Technik. Cool, Isabel. Im Estadio El Sada gibt es ein Tor kurz rüber ins Studio. Makau. Knallhart. Den Pokal haben wir so rausgehauen, ja. Mal im Finale. Das war ein herber Abwehrfehler. Da wird Ihnen der Trainer einige Vorwürfe machen. Neuer Spielstand damit 1 zu 0. Saraga. Der hat so wahrscheinlich sein letztes Spiel gemacht. Für diese Infos. Da sind Sie immer noch sehr gefährlich. Achtung jetzt. Da suchen Sie jetzt die Lücke. Muniain, heute mal nicht als Kapitän an Bord. Weil halt Garcia heute sein letztes Karrierespiel macht. Athletic Bilbao dürfte durch den jüngsten Heimsieg motiviert sein, als man auf Osasuna traf. Das war natürlich ein Spektakel mit reichlich Toren. Heute wird's, da muss ich so ein bisschen Luft raus, Immanuel, so wild zugehen. Ich setze auf ein Unentschieden. Jetzt gibt's hier vielleicht die Chance. Kriegen Sie es nochmal hin? Oh, genau, ah. Das gibt's doch nicht. Was für ein Duell. Nerven behalten. Das war eine Brandstart. Es gibt einen Treffer aus dem Estadio Benito Villamarín. Ich gebe ab ins Studio. Ja, wir haben hier das erste Tor für Atletico Madrid. Axel Witzel ist der Torschütze. Klasse, wie er sich da im Dribbling durchsetzte. Wie er sie alle hat stehen lassen. Der neue Spielstand damit 1:1. Gespielt sind 28 Minuten. Danke vielmals. Jetzt nochmal. Williams. Und Abflug. Garcia. Darf der nochmal? Macht der nochmal? Oh, er kriegt zumindest das Eigentor gezwungen. Abgefälschter Ball, hier sehen wir es nochmal ganz deutlich. Und da ist der Keeper machtlos. So, die Frage, auf wen wird's wer kriegt sie? Good day, Eigentor. Hat er nicht mal beim HSV gespielt? Also, Sevilla liegt mit 0-1 hinten. Oh, Muriel! Das war ein Abwehrbock par excellence. 37. Eigentlich ist das Ding klar. Geray Alvarez mit dem dicken Abwehrbock. Oder steht 1-1? 1-1, wieder unentschieden. Der Spielverlauf ist völlig offen. Super, wie er sich durchsetzt. Könnte die Führung werden. So, ist es wieder. Und wieder schlägt Bilbao zu. Wir schauen uns die Wiederholung nochmal an. Erst zieht er an seinem Mann vorbei und dann alleine gegen zwei, da bist du machtlos. Da war nichts mehr zu machen. Sevilla ist hinten, Spiegel weiter. Also wir jetzt darf ich nochmal treffen. Garcia momentan noch nicht. Aber er hat halt das Eigentor erzwungen. Sie gehen dazwischen. Macau. Eine Minute kriegen wir hier noch oben drauf. Bleibt nicht viel übrig, Sie finden kein Mittel gegen diesen Druck. Macau, der ist einfach knallhart, der Typ. Der bleibt eiskalt stehen. Pause, gleich machen wir hier weiter. So, am Ende ist es Seewurst, was passiert, wie es steht. So, die letzten 45 Minuten der Saison. Fernando. Im Estadio Benito Villamarín hat es einen Treffer gegeben. Kurz rüber ins Studio. Sanchez. Zweiten Treffer für Ad. Sie können es machen. Sanchez und nicht das 3-1. Was für eine Szene. Jesus Navas.
Muriel. Ja, gehalten erstmal, aber die Abwehr muss weiter aufpassen. Na was? Luis Muriel. Die dürfte auch nicht mehr so lange machen. Gutes Tackle hier. Na was? Abschluss. Sevilla Wechsel aus. Williams. Er ist da und kann den Ball klären. Im Estadio El Sadar gibt es ein Tor kurz rüber ins Studio. Wir haben hier den zweiten Treffer für Real Madrid. Schütze des Tors ist David Alaba. Das war ein herrlicher Weitschuss. Da hat der Torhüter überhaupt keine Chance. Der neue Spielstand lautet damit also 2:1. Gespielt sind 56 Minuten. Interessante Info. Dankeschön dafür. Die Chance. Der verzichtet doch, oder? Ich wäre hier eine gute Chance gewesen. Jetzt vielleicht. Williams, 1-3. 65. Das Tor aus kurzer Distanz. Hier haben wir noch mal ein Auge drauf. Er bleibt cool, macht das Ding rein. Ja, Ruhe und Technik, das sind die beiden Schlagworte. Stand lautet jetzt also 3:1. Diese Info zum Geschehen auf dem anderen Platz musste leider unterbrochen werden. Atletico Madrid hat den Treffer gemacht. Sie sind jetzt mit 2:1 vorn. Schön, wie er diesen Ball ablockt. Da haben sie den Ball. Gut gemacht. Sie versuchen es. Er kann abwehren, aber der Ball weiter im Spiel. Könnte eine Chance sein zur Befreiung. So, nächster Angriff, Sanchez. Noch sind hier 20 Minuten zu absolvieren. Also Garcia, der möchte unbedingt sein Tor machen. Jetzt macht das. Das ist das wahrscheinlich letzte Tor seiner Karriere. Wollen hier gar nichts mehr anbrennen lassen. Hier nochmal die Wiederholung des Tors. Wir sehen den Konter und dann hat er wirklich nicht viel Platz, aber den wenigen nutzt er und macht das sensationell. Neuer Spielstand jetzt also 4:1. Also Garcia auf jeden Fall, Gott sei Dank hat der noch irgendwie das Tor gemacht. Langsam ins Gefährlich, schönes Dribbling. Da haben sie die Chance. Und da ist der nächste, Sanchez. Sanchez. So, ich will noch mal kurz ein bisschen durchziehen, durchwechseln. Ich will da jemandem noch mal seine letzten Meter geben. Tore sind sie nun vorne. Sie machen mit ihnen, was sie wollen. Da ist er einfach gedankenschneller als die Verteidigung. Ja, in der Tat. Viel zu schnell und im Abschluss auch noch effizient. So. Viele junge Talente gehen. Raúl García meldet hier mit seiner Karriere. Und trifft sie Gott sei Dank nochmal. Alle Infos nun aus dem Studio. Wir haben hier Tor Nummer 3 für Atletico Madrid. Axel Witzel ist der Torschütze. Und das ist schon sein zweiter Treffer. Da setzt er sich mit einem... Gefährlich jetzt. Maurice und Gina nochmal eine Chance. Nerven behalten, das war ein Glanzstart. 10 Minuten sind noch zu absolvieren. Entschuldigung, dass wir diese kurze Info zum Parallelspiel abbrechen mussten. Tor also für Atletico Madrid. Sie führen mit 3:1. Leichter Ball für Unai Simon. Er bringt den Steilpass, könnte gefährlich werden. Er holt sich den Ball. Glanzparade.
Und Bono. Also Fakt ist, wir haben es geschafft, Sevilla auf außen sind die Räume da für einfach. Macau. 2 Minuten werden nachgespielt. Euer Sabal. Auf den einfach Verlass. Das ist der Schlüssel. Am Ende bleibt es hier also beim Sieg der Gäste. Das war eine klasse Leistung heute. Am Ende ist schon mühelos und damit natürlich überzeugend. In der Form, die er heute gezeigt hat, ist er natürlich unverzichtbar für die Mannschaft. Ganz toll. Also überragend. Hat mich total überzeugt und das nicht nur wegen der beiden Klasse. Also er hat seine Tore gemacht. Garcia hat getroffen. Hat seine Karriere beendet. Und wir haben uns quasi an dieser Hinspielniederlage gerecht. Und damit ist unsere erste La Liga-Saison durch. So. Turnierpreis geht 153 Millionen. Ja, vielleicht können wir den Teil weg. Vielleicht können wir da noch mal ein bisschen was einkaufen. Also, ich, wie gesagt, ich habe so 2, 3, 4 Kandidaten auf dem Schirm. Wir kriegen durch den Pokalsieg noch ein bisschen Kohle. So, Saison beendet oder was? Ja, Ruhepause. So. So, und damit ist unsere erste La Liga-Saison zu Ende. Ja, war geil. Hat Bock gemacht, auf jeden Fall mit Bilbao. Die haben ja ihre spezielle Transferpolitik mit den Basken. So, das werde ich jetzt natürlich nicht nochmal überspringen. Und sehen uns in der nächsten Episode wieder. Und dann gucken wir mal, wie viel Kohle haben wir eigentlich auf der Hand. 97 Millionen. Ja, mal gucken, was wir kriegen können. Ich freue mich, wenn ihr wieder einschalten würdet hier bei Let's Play FIFA 23. Und dann geht es zumindest in die Transferpolitik für die erste oder für unsere zweite Saison inklusive Champions League. Bis dahin. Tschüss.